Ja, Servus zwar, Freunde, Zeit für ein neues Video und heute ist es mal wieder ein Zuschauer-Replay, das mir der gute Xerxes hier zugesandt hat, mit der Bitte, dass ich es mir mal anschaue und dass wir mal gucken können, was man denn hier verbessern kann unter Umständen. Der Kollege ist laut seiner Aussage Level 13 und sein Gegner auch. Also haben wir ein ausgeglichenes Matchup und jetzt schauen wir mal, was die zwei uns hier bieten. Lol, es ist gleich mal ist ein bisschen ungewöhnlich. Also beide Spieler spielen Doppelprio. Das ist gerade für den Wehrmachter sehr ungewöhnlich. Sieht mir danach aus, als würde er T1 skippen wollen. Doppel-MG into fast 2-2-2. Was unserem russischen Freund natürlich massiv in die Karten spielt, denn er spielt selber auch T1. Ich hoffe mal, du bringst einen M3 dann und dann kannst du dem Wehrmachter natürlich ordentlich den Arsch aufreißen. Jetzt, weil der halt keine Grants hat, das heißt, er kann nichts nähern. Was bedeutet Free Reign für deinen M3? Hier kommt der erste Pinotrupp, danach vermutlich der M3, der kostet 15 Fuel, kannst du schon bauen, genau da kommt. Ja, das ist natürlich eine bittere Story für den Wehrmachtler. Ich meine, er wird jetzt hier kurzfristig vielleicht sogar Doppel-Fuel kriegen. Das Gefecht wird der Wehrmachtler gewinnen. Das hier finde ich gut, dass er auf dieses Haus pusht. Das ist auf dieser Drecksnap relativ wichtig. Und Pain in the Ass für den Wehrmachtler, wenn er das nicht hat. Ist natürlich jetzt doof, weil du wieder raus bist und jetzt kommt das zweite MG hier rein. Oh, hier gleich. Krasser Fehler vom Wehrmachter, versucht jetzt hier sein MG nochmal aufzubauen. Das ist super risky und wird fett nach hinten losgehen, weil hier der M3 kommt. Und damit kann der Wehrmachter natürlich rechnen. Er hat ja den Pine gesehen. Also er weiß, dass du T1 spielst. Und jetzt baut er sich nochmal auf. Das könnte allerdings ein Bug gewesen sein. Jedenfalls wird er jetzt sein MG42 verlieren. Dumme Sache und jetzt überlege ich mir gerade, was du jetzt für einen Scheiß machen könntest, was das dafür sorgt, dass das Spiel noch so lange dauert. Also, ich gehe mal davon aus, das Spiel wird jetzt nicht in 2 Minuten vorbei sein, sonst hättest du es nicht geschickt. Ich weiß aber nicht. Also, das ist der absolute Worst Case für den Wehrmachtler, was jetzt passiert ist. Und gegen einen guten Spieler ist das eigentlich GG jetzt schon, wenn das passiert. Vielleicht holst du dir das MG nicht und er holt sich zurück und dann hat er 3 oder so, keine Ahnung. Mal gespannt. Nächster Pinotrop, okay. Dazu Armored Assault, das heißt, du hast Radio Intercept. Du müsstest jetzt gehört haben, dass er getaggt hat. Und dass er jetzt noch ein zweites MG holt. Nee, das MG hast du jetzt auch. Ja. Bin ich da jetzt mal gespannt. Was soll denn jetzt hier noch schief gehen eigentlich? Würde jetzt noch einen dritten Pinel bauen und einem davon dann PTRS geben, weil es sieht doch sicher wie das Amen in der Kirche, dass hier jetzt ein 2-2-2 kommt. Ich weiß, was hier passiert. Das 2-2-2 wird aufs Feld kommen und du hast keinen Anti-Tank. Das ist die einzige Möglichkeit, wie das Spiel hier noch irgendwie scheiße laufen kann für dich. Hier Jason, da kannst du den Wipe holen. Okay, vielleicht holst du dir dann den Wipe. Nein, chase ihn doch. Also du musst unbedingt, der Wehrmachtler präsentiert dir hier das Spiel auf dem Silbertablett. Du hättest jetzt hier von diesen zwei Einheiten auf jeden Fall eine wipen können. Und wenn dir jemand so eine Vorlage gibt, dann musst du Kapital draus schlagen. Und
den einen oder anderen Vibe abgreifen, wenn der es schon so kacke spielt, der Wehrmachtler. Der reagiert ja auch null drauf, was du hier tust. Und es kann auf keinen Fall sein, dass du ihm jetzt hier auch noch Fuel gibst. So, jetzt baut das. Okay. Also ich weiß nicht, was mit dir jetzt gerade los ist. Du hast einfach aufgehört, Einheiten zu bauen auch. Du flattest jetzt hier 600 Manpower fast. Wo du aber doch weißt, aufgrund... Also, ich meine, dazu braucht man eigentlich kein Radio Intercept, um zu wissen, was der Wehrmachtler jetzt spielt. So ein Start macht nur Sinn, wenn man dann wirklich fast 2-2-2 spielt. So fast ist das schon gar nicht mehr. Aber... Der Punkt ist, das muss dir halt klar sein, was soll der Scheiß sonst, was soll das denn sonst, was der Wehrmachtler macht? Da kommt jetzt ein Tutu und du bereitest dich halt null drauf vor und du baust keinen Pinel, keinen dritten. Wieso denn nicht? Also hättest du jetzt noch einen dritten oder sogar, könntest ja schon fast 4 Pinels haben. Dann hättest du ihn wahrscheinlich Basepint, da kann er überhaupt nichts dagegen machen, bis sein Tutu kommt. Und dann gibst du einem Pinel noch PTRS und dann ist alles gut, aber du, aus irgendeinem Grund, den ich nicht verstehe, hörst du jetzt, hast du aufgehört, Einheiten zu bauen. Und wenn du schon keine Einheiten baust, dann hol dir wenigstens Heal. Aber, ja, 3-4 Pinel wäre halt sinnvoll gewesen. Und es ist halt doppelt ärgerlich, weil, wenn du hast doch Radio Intercept, du weißt doch, was der taggt. No! Ja, und jetzt ist das Tutu im Bau und dann holla die Waldfee. Jetzt gibt es hier auch noch Minensuche aus. Ich meine, es ist ja nichts, dass ich da was dagegen hätte, aber du brauchst halt was gegen das Tutu. Und jetzt baust du das C3. Das ist auch nicht gut, weil du kannst doch eh nichts da rausholen. Was du brauchst, ist Core-Infanterie. Hast du Heal geholt und baust T3, das sind zwei Sachen, die nicht kämpfen können. No, geh da raus. Oh, wenn du jetzt Chase hast, du auch noch einen Wipe kassiert. Ja, er tut sogar, hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Na jetzt aber, oh mein Gott. Ja, jetzt geht's dahin. Du hast einfach verpasst, den Sack zuzumachen. Als er seinen MG verloren hat, hättest du ihn einfach tot spammen können mit Pinels und dem M3. Wenn der Wehrmachtler jetzt klug wäre, würde er jetzt einfach Tutu spammen. Ich meine, er sieht, dass du überhaupt nichts dagegen hast. Wenn er jetzt einfach noch 2 Tutu's bringt, dann bist du tot. Oder 4. Selbst wenn dann T70 rauskommt, mit 4 Tutu's kriegst du auch einen T70 down. Relativ schnell sogar. Ja, das scheint mir so das Grundproblem zu sein bei beiden Spielern. Ihr reagiert überhaupt gar nicht auf das, was der Gegner spielt. Ihr spielt einfach irgendwie euren Stiefel, aber wie gesagt, ihr reagiert halt einfach nicht drauf. Bei dir ist es natürlich am krassesten, weil du halt auch noch Radio Intercept hast und das eigentlich genau weißt, was dein Gegner baut. Und du aber trotzdem nicht drauf reagierst. Das ist natürlich schon fail, sorry, aber es ist schon ziemlich fail. Und ihr seid ja jetzt, also wenn ihr Level 13 seid, ihr seid doch jetzt auch keine Kacknoobs. Ihr wisst doch, was ein Tutu anstellen kann, wenn ihr kein Anti-Tank habt und so.
denk mal, du hast einmal nur null drüber nachgedacht, dass da jetzt ein Tutu kommen könnte, offensichtlich. Oder du hast einfach unterschätzt. Du dachtest vielleicht, du kannst schneller deinen T-70 rausholen. Apropos, du könntest ihn rausholen. Danke. Naja. Die positive Nachricht ist, der Wehrmachtler macht genau den gleichen Scheiß. Er reagiert überhaupt nicht auf dich. Also hier könnte jetzt ein Tutut, sicher wieder lall. Sprengt er hier erstmal sich noch selber in die Luft, auch nett. Also ist ja so sicher wie das Arme in der Kirche, dass jetzt hier ein T-70 kommt. Aber er baut auch keine Pack oder so in Minute 10. Man könnte natürlich sein, dass er sich denkt, ich gamble jetzt, da geht nicht T-70. Aber erstens ist das unwahrscheinlich bei dieser T1-Strategie. T1 direkt into T4, das sieht man eher selten. Und zweitens glaube ich auch nicht, dass er überhaupt so darüber nachdenkt, um ehrlich zu sein. Ja, jedenfalls hat er halt jetzt das gleiche Problem, das du jetzt hattest. Er hat absolut kein Anti-Tank. Und jetzt kannst du ihm halt mit dem T-70 hart den Arsch aufreißen. Du brauchst jetzt unbedingt einen Wipe. Jason. Ah. Jetzt face das MG. Gut, fahr. Fahr doch. Oh. Ja, das könntest du halt auch verbessern. Du musst die Möglichkeiten nutzen, die der Gegner bietet. Also du hättest ihm in dem Spiel wahrscheinlich schon 4 Einheiten wipen können, wenn du ihm einfach nur chased, also ihm nachfährst. Hast du nicht getan und deswegen sieht das jetzt nicht gut aus. Jetzt ist die Pack da. Aber eine Pack gegen den T-70 ist halt gar nichts. Und das Ding ist halt, du kannst ja den Pack einfach umfahren mit dem T-70, weil der hat ja keine Snares. Also der kann dir ja keinen Motorschaden geben. Jetzt fährst du hier zurück. Warum? Du musst... Chase ihn doch einfach. Du hast ja auch sogar möglicherweise einen Minesweeper dabei gehabt. Also du weißt, dass hier keine Minen liegen. Den Minesweeper halt einfach mitnehmen und dann kannst du ihm chasen. Du hättest ihm schon die ganze Armee wipen können im Verlauf des Spiels. Mit ein bisschen Glück. Oh, schön die Nate gedodged. Nächste Chance für einen Vibe. Chase ihn! Mit dem T-70. Retreat. Schnell. Schnell, no. Ja, doch. Gott sei Dank. Okay, das war jetzt ein bisschen unglücklich. Ah. Ja. Jetzt hast du die Chance halt so ein bisschen verpasst. Schon vor 100 Jahren den Sack zumachen können. Apropos Sack zumachen. Was ist denn mit euch los? Ihr flattet beide unglaublich viel Manpower. Also hier gibt es halt, ihr habt so viele Möglichkeiten, die ihr beide nicht nutzt. Also du
hast es einfach verpasst, Einheiten zu wipen, hast zu wenig Einheiten gebaut und so weiter. Aber du hast halt immer noch voll viele Möglichkeiten, einfach weil dein Gegner auch nur Scheiße macht eigentlich. Du hast Radio Intercept, das heißt, du weißt ganz genau, was dein Gegner baut. Du weißt, er hat genau eine Pack. Und es ist auch nicht zu befürchten, dass er ein P4 rausholt. Auch wenn er das tun könnte, aber er hat halt keinen Bock zu tacken, obwohl er den Fuel und und die Manpower dazu hätte. Aber der Punkt ist, er hat eine Pack. Bring einfach noch einen T70 und dann fährst du hier einfach rein, nimmst den Minesweeper mit. Ich meine, der hat eh keine Tellerminen gelegt, aber zur Sicherheit. Und dann tötest du die Pack und alles andere. Der kann überhaupt nichts dagegen tun. Stattdessen flattest du einfach Manpower und Fuel und tust einfach gar nichts. Sniper wäre zum Beispiel sogar auch eine Möglichkeit, was auch immer. Also du hast wirklich sehr viele Möglichkeiten, hier was zu machen, aber du tust es nicht, sondern bleibst weiter auf deinem Setup hier. Dieses 3-Pinel-Setup, das man normalerweise schon halt nach 6 Minuten hat. Oder so. Ja. Man muss einfach während dem Spiel mal ein bisschen drüber nachdenken, was passiert halt hier gerade. Und du hast Radio Intercept. Das ist eine episch geile Fähigkeit. Hauptsächlich deswegen, weil du in dem Moment, wo du das hast, immer genau weißt, was dein Gegner auf dem Feld hat. Immer. Und das ist die Stärke dieser Doktrin. Der Rest ist zwar auch ganz geil, aber vor allen Dingen das, du weißt, was dein Gegner hat und kannst dementsprechend immer den Hard-Counter spielen. Und du wirst, wenn du darauf achtest, was dir das Radio Intercept sagt, auch nie von irgendwas überrascht. Und das musst du einfach nutzen, wenn du das spielst, weil ansonsten kannst du ja auch eine andere Doktrin spielen, mit Guards zum Beispiel oder Shocks oder was auch immer. Doppelt T70, GG. Es würde sogar mit einem T70 gehen. Wenn du hier einfach reinfährst, was will er denn machen mit einer Pack und ohne Snares? Und er spielt voll schlecht mit seiner In. Du versuchst auch nie Lowest Squads zu wipen oder noch Damage rauszuballern. Das kannst du auch noch verbessern. Der T70 ist eine Wipe-Maschine. Das sollte man dann halt auch ausnutzen. Alter, willst du mal taggen? Ja, jetzt kommt der Tag. Also es kann einfach nicht sein, dass du von einer Pack aufgehalten wirst. Das, ne? Immerhin hast du jetzt wieder Doppelfuel. Was ist denn jetzt hier der Plan? Ja, und du hast aber halt immer noch kein Anti-Tank. Jetzt haben wir es hier schon wieder. Du hast es doch gehört, dass der das T3 gebaut hat. Du machst wieder nichts dagegen. Du könntest eine S76 hättest du schon lange haben können. Die ist mit der Barrage-Fähigkeit auch zum Beispiel gut gegen das MG oder die MGs. Und du hast so viel Manpower, Junge. Spam, Fragezeichen. Sniper, sowas.
Jetzt kommt der PvP und du hast wieder nichts dagegen. Du machst den gleichen Fehler wie gerade eben schon. Du willst jetzt into den Tank stallen. Vorhin wolltest du in den T70 stallen, hat nicht funktioniert. Jetzt machst du den gleichen Scheiß schon wieder. Aber ich gehe mal davon aus, der Wehrmachtler wird jetzt hier das auch wieder nichts draus machen. Ist auch so eine Sache. Jetzt kommt er hier mit dem P4 und er sieht, du hast absolut überhaupt gar nichts gegen den P4. Was macht er? Er bleibt einfach stehen und macht nichts. Könnte die halt in die Base fahren und alles töten. Könnte auch hier eine Tellermine hinlegen zum Beispiel. Auf die Mine. Also so insgesamt von beiden Spielern Spiel der verpassten Möglichkeiten, würde ich es mal nennen. Ich wipe doch bitte das MG. Lol. Das war... Also wenn es Absicht gewesen wäre, wäre es mega cool gewesen. Das war jetzt einfach Zufall. Aber glaube ich, dass du die S-Mine ausgelöst hast mit dem T-70. War T-34, aber... Boah, please. Ja, noch Glück, dass der penetriert, der T-34. Bau halt einfach bitte noch einen Kienel und gib dem PTRS. Verlier nicht dein T-70. No. Ja, und auch hier wieder, ich habe keine Ahnung, warum das Spiel noch so lang geht. Was kann man als Wehrmachtler jetzt falsch machen in der Situation? Ich habe keine Ahnung. Attacked. Was kann man falsch machen? Würde er jetzt einfach P4 spammen, wäre das Spiel halt auch vorbei. Ach doch, jetzt ich schlug E's. Egal was. Aber ihr baut halt beide einfach keine Einheiten. Obwohl ihr es könntet. Es kann aber nicht sein, dass du so hinten bist und 1100 Man vorab ladest. Und es ist immer schlecht, keine Snares zu haben. Wenn es nur ein Squad ist. Wehrmachtler könnte auch einfach Jäger hingehen, Jäger Command Squad noch rausböllern. Seine MGs tarnen, hat er auch einen Arsch voll Muni. We are now authorized to request more powerful units. It's done. The enemy is attempting to steal our sector. Ja, es ist interessant auch. Also vom Micro her ist es ja gar nicht so scheiße von beiden Spielern. Also das passt schon so im Großen und Ganzen. Aber taktisch ist es halt katastrophal von beiden Spielern. Ich weiß echt nicht, auf was der Typ hier wartet. Der wird jetzt vielleicht Into Panther spielen, was halt maximal fail ist, weil P4 Spam... Also nicht, dass ein Panther jetzt scheiße wäre, aber P4 Spam wäre natürlich viel besser gewesen. It's done.
Oder vielleicht sogar dann Into Tiger oder so. RP4 ist overextended, du hast nichts und kein Backup für den T34. Das muss dir doch selber vorkommen, dass also komisch vorkommen, dass du so viel Manpower hast. Ja, dann kann der jetzt seinen T34 töten, aber er tut es nicht, bleibt einfach stehen. Und wenn dir halt schon so gar nichts einfällt mit deiner Manpower, dann bau halt Fuel Cache zum Beispiel. Ich gehe mal davon aus, am Ende vom Tag wirst du es jetzt schon gewinnen, weil der Wehrmacht da halt auch so hart reinfällt. Es kommt ein T-34-85, Skillplanes hast du auch, die Muni für. Dann ist das gute Stück. Noch eine Pack jetzt vom Wehrmachtler. Zumindest das hat er richtig erkannt, dass das auf Dauer Sinn machen könnte. Und Siegmarkenmäßig sieht es auch gut aus. T34 gegen P4 mit Pack Support, das ist halt kein gutes Matchup. So, jetzt kommt, jetzt chased er. Sehr interessant. Brummbär, lol. Siegmarkenmäßig sieht es ja gut aus. Musst du dir mal die Rechte wiederholen. Oh je. Oder Backtag auf T2 und die ein oder andere Pack rausholen, wäre auch möglich gewesen. War gar nicht so doof. Die Pack zerstören, Dude. Ah, die Skillplanes machen es wahrscheinlich ganz alleine. Ja. Miss down. Wo will der BP jetzt hin eigentlich? Ja. Hast du übrigens auch eine Repair Ability, die kannst du auch benutzen, die ist ziemlich gut. Zerstör die Pack. Oder nimm sie mit, ja, ich mach besser.
1800 Manpower. View anti-tank. Supply sector under attack. Ja, der Wehrmachtler. Sehr strange, was der spielt auch. Oh, jetzt kommt Doppelpine. Minute 27, wow. Oh, jetzt verlierst du deinen T-34, wetten? Ja. Oh, das war lucky. Aber P4 kommt ran. Schöner Pick vom Wehrmachtler. Und schöner Slide. Katyusha könntest du auch bauen. Der Wehrmachtler pusht dich eh nicht. Also jetzt gerade hat er es mal gemacht, aber im Normalfall eher nicht. Wenn du so weitermachst, verlierst du das noch. Wahrscheinlich werden dir die Skillplans den Arsch retten. Du hast noch ein MG geklaut, das ist natürlich noch auch nice. Lass mich raten, du stallst jetzt into ES2. Bau doch wenigstens einen Fuel Cache. Ja, oder so. The enemy is encroaching on our territory. Aber naja, sieht jetzt gar nicht mal so gut aus. Und PDAS. Ja, das hättest du alles früher haben können. Hier aber das MG rausnehmen, weil er wieder nicht retreated, der Wehrmachtler. So, jetzt haben wir aber noch einen Panther. Uncool. Nee. Da ist sie. Jetzt wirst du den P4 kriegen, aber dafür deinen Tank verlieren, oder? Nee. Kommt raus. Natürlich jetzt nice. Eigentlich der Panther hier gerade hin. Ja, hier ist zwei und er verliert seinen Panther und damit ist es dann GG, denke ich. Also nach dem Spiel, das du hier gemacht hast, nach so offensiv GG zu schreiben, ist ein bisschen frech, weil das war wirklich alles andere als glorreich von beiden Spielern.
Wie gesagt, micromäßig war das gar nicht so schlecht, aber taktisch von beiden Spielern absolute Katastrophe. So grundsätzlich, diese Action kann man schon machen, T1, aber du musst halt mindestens drei, am besten vier Pinels bauen. Einem gibst du PTRS und dann Intro T70. Und wenn du merkst, dein Gegner hat absolut keinen Anti-Tank, dann baust du einfach noch ein, zwei T70. Darfst niemals so viel Manpower flooden, dann baue einfach Sachen. Wenn dir gar nichts einfällt, baue einen Fuel Cache zum Beispiel noch. Und ja, dann kann man das schon so spielen. Aber wie gesagt, du musst dir halt einfach ein bisschen mehr überlegen, was dein Gegner denn so macht und was du dagegen brauchst. Weil das kann einfach nicht sein, dass du Radio Intercept hast und dann von dem Tutu-Tu überrascht wirst. Dafür hat man ja Radio Intercept, wenn man es nicht sowieso schon weiß, dass das passiert. So grundsätzlich bin ich der Meinung, im aktuellen Meta ist es fast gar nicht notwendig, Radio Intercept zu haben, weil wenn du siehst, der Wehrmachtler skippt sein T1, Doppel-MG, Doppel-Pyro, dann weißt du, das wird ein Fast T2, da brauchst du keinen Radio Intercept für. Aber wenn du es schon hast, dann darf es halt umso weniger passieren, dass du hier ständig von irgendwas überrascht wirst. Beim P4 war es ja das Gleiche. Du hast null vorbereitet auf den P4, obwohl du es gehört hast, dass der kommt. Ja, das sind so die Sachen. Vom Micro her passt das ja so einigermaßen. Hast zwar ein paar Nades nicht gedodged und so, aber im Großen und Ganzen schon ganz okay. Und du musst halt auch die Möglichkeiten ein bisschen besser nutzen, die sich dir bieten. Also wenn du Low Squads hast, dann musst du halt auch versuchen, sie zu töten. Hättest du den Sack schon viel früher zumachen können. Ja. Und der Wehrmachtler, ja, hat im Prinzip das Gleiche gemacht. Hat null drauf geachtet, was sein Gegner tut. Und dass der überhaupt ins Late Game gekommen ist, war eigentlich nur der Tatsache geschuldet, dass du einfach keine Einheiten gebaut hast. Es wäre so ziemlich egal gewesen, welche Einheiten du baust, sogar. Hauptsache, du baust welche. Dann wäre das Spiel ruckzuck vorbei gewesen. Naja. Sorry, wenn ich da zwischendurch da so ein bisschen kritisch war. Aber das ist dann natürlich so, wenn man so von außen drauf guckt, fasst man sich da ja manchmal an den Kopf und denkt sich, was machen die? Also wie gesagt, nicht vom Micro her oder so, sondern einfach nur eure Build-Order, die Taktik und so. Ja, von daher, ich hoffe, dir hat es ein bisschen geholfen. Wie gesagt, no offense, nicht böse sein. Wenn ich da manchmal ein bisschen rumrage, das ist nicht persönlich gemeint, das ist einfach nur die Emotion, wenn man so von draußen auf ein Spiel guckt. Ja, ich hoffe, dir hat es vielleicht ein bisschen geholfen. Ansonsten, wie immer, viel Spaß beim selber zocken. Bis zum nächsten Mal und tschö.